Was geht ab, verehrte Freunde? Willkommen zu diesem neuen Stadionvlog. Ich bin schon gerade hier im Stadion von Freiburg, ein Stadionvlog und direkt vom Stadion. Nichts vorher gefilmt. Wir haben relativ Zeitdruck, wir haben noch ein paar Interviews für Talento gemacht und wir sind schon direkt hier auf unserem Platz. Wir gehen jetzt gleich rein. Im Hinspiel hat Juventus 1-0 gewonnen gegen Freiburg. Und jetzt Freiburg zu Hause will natürlich die große Sensation schaffen. Juventus Turin, die alte Dame, die Bianconeris aus der Europa League zu kicken. So, also wir befinden uns gerade hier im Stadion. Ticketkontrolle, Personenkontrolle war alles schon gewesen. Wir sind bei O06. Wir haben relativ gute Karten. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Talento Today und an Jovan, die mir ermöglicht haben, heute hier im Stadion zu sein. Ich habe mitbekommen, dass die Tickets unter anderem von Kostic sind, dass er sie dem lieben Jovan zur Verfügung gestellt hat. Er kann heute Abend nicht hier sein. Dafür bin ich heute Abend hier und bringe euch geilen Content, wunderbaren Content hier aus Freiburg direkt vor die Kamera. Aktuell haben wir 18.30 Uhr, also in 15 Minuten geht es los. Das Spiel ist heute früher als die anderen Spiele. Es ist ja meistens immer so, dass das paar Spiele um 18.45 Uhr sind und einige um 21 Uhr. Dieses Spiel ist um 18.45 Uhr, also ist es auch noch relativ hell. Finde ich sehr, sehr geil. Und jetzt hier ist das Stadion. Es ist gut gefüllt, sicherlich ausverkauft. Und in 15 Minuten geht es hier rund. Schade, dass die Maria und Chiesa nicht spielen. Meine beiden Lieblingsspieler von Juventus. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen zu unseren Plätzen. Was sind das bitte für mega geile Plätze? Wir sind so nah am Spielfeld dran. Und in 10, 15 Minuten geht's los. Und die Freiburg-Fans sind heiß. Und da ist der Auswärtsblock von Juventus Turin. Generell hocken auch hier bei uns sehr, sehr viele Italiener. Schöne Bilder hier. Da fängt auch schon die erste Choreografie seitens Freiburg an. Schön. Ich kann die ausmachen, weil ich die Choreo halten muss. Gab es dieses Duell nur ein einziges Mal. Und das war vor einer Woche. Als Freiburg 1-0 in Juventus in Turin verloren hat. Und jetzt geht's los, das Rückspiel in der Europa League. Danilo, der Captain am Ball. Wow. Jetzt mal die erste Standardsituation nach 12 Minuten für Freiburg. Aufgeführt. Ja, Abstoß. Ich muss sagen, ich bin überrascht von der Lautstärke hier. Also wenn Juve den Ball hat, dann ist es wirklich laut. Und ich habe schon Stadien erlebt, wo es um einiges leiser war. Also Freiburg, nicht schlecht. Props gehen raus. Sieht schön aus, die Kurve von den Freiburgern. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also Freiburg-Fans, ich bin wirklich positiv überrascht. Jetzt mal im Gegenzug Juventus mit einem Freistoß. Und wieder ähnliche Position, nur andere Hälfte. Kostic. Guter Ball! Und Latte! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor für Juventus! Dusan Vlahovic mit dem 1-0 für Juve. Im ganzen Stadion Stille und jetzt Pfiffe. Ob es jetzt verdient ist? Ja, beide haben jetzt nicht so viel vom Spiel, aber Freiburg eigentlich sogar eher mehr, muss man sagen. Die Freiburg haben einen Ticken vielleicht besser drauf. Und da hinten geht's ab. Aber es ist gerade, das Tor wurde zurückgenommen. Das Tor wurde zurückgenommen und dann freuen sie sich. Immer noch 0-0. Der Video Assistant Referee meldet sich und nimmt das Tor von Juventus Turin zurück. Und das beflügelt nochmal Freiburg. Der Mann ist gebrochen. Freiburg, Juve, weiterhin 0-0. Also das Tor wurde ja gerade zurückgenommen und da oben wurde auch schon ein Bengalo gezündet. Was jetzt direkt wieder aufgeführt wird. Der Bre eskaliert komplett. Eigentlich 0-0. Ja, jetzt wird es gerade geändert. Wieder mal den Freiburger, aber hinten kommt er schon. Jetzt Rabiot. Ja.
schlecht. So überwindest du keine Top-Abwehr. Moiskin. Moiskin. Gute Parade vom Torwart. Nochmal die Flanke. Luftloch. Quadrado hält ihn aber noch im Spiel. Stark gemacht. Und das ist nicht das Tor. Gerade überprüft der VAR, ob es einen möglichen Elfmeter gibt für Juventus Turin. Ich persönlich habe nichts gesehen in der Aktion vorher. Und er geht es anschauen. Der Schiri geht sich es anschauen beim Videoassistenten. Und er schaut es an. Gibt es einen möglichen Elfmeter für Juventus? Jetzt geht er sich um. Und jetzt gibt es die Entscheidung. Und es gibt einen Elfmeter für Juventus Turin. Und noch die gelbe Karte dazu. Und das ist die gelb-rote Karte. Er hatte schon gelb. Und das ist jetzt bitter für Freiburg. Das ist unglaublich bitter für Freiburg. Durch den Video Assistant Referee die gelb-rote Karte bekommen und dann noch die Doppelbestrafung und den Elfmeter jetzt. Wow. Vlahovic nimmt sich den Ball. Jetzt Dusan Vlahovic mit dem Elfmeter. Bringt er Juventus Turin eine Minute vor der Halbzeit in Führung. Dann Vlahovic. 1:0 für Juventus Turin. Und da fliegen die Papierkügelchen. So fertig, Freunde, wir sind jetzt gerade draußen. Es ist gerade Halbzeit, wie ihr gesehen habt. 1:0 für Juventus. Was sagen wir zur ersten Halbzeit? Durchwachsen, würde ich sagen. Beide Mannschaften nicht sonderlich stark. Aber Freiburg, vor allem die Fans, überraschend laut, überraschend gut, muss ich sagen. Hat mich positiv überrascht, definitiv. Juventus im Prinzip, ja, eher negativ, würde ich sagen. Jetzt nicht so prickelnd die erste Halbzeit. Aber wenn man halt so Spieler wie Vlahovic hat, wie ein Rabiot. Ich bin ein riesengroßer Rabiot-Fan. Ja, das, die machen den Unterschied halt. Doan, würde ich sogar sagen, ist aktuell der beste Spieler des Spiels. Am Ende kommt es darauf an, wer einfach dreckiger ist, wer erfahrener ist und wer einfach die Dinger da vorne eiskalt macht. Das ist eben Juventus. Daher gehe ich mal davon aus, dass die zweite Halbzeit genauso aussehen wird. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder angepfiffen wird. Startschuss in die zweite Halbzeit. Quadrado. Von Sternes genannt. Hat man gesehen. Rabiot mit seinem schwachen Fuß. Lehmer. Auf Kostic. Flanke Kien. Kostic wieder. Ohne Adresse der Ball. Und da gibt es auch eine italienische Ansage. Keine Bengalos bitte. Im Vergleich, wie das vor einer Woche in Belgrad aussah. Und jetzt hier wegen einem Bengalo machen die Stress. Einfach zwei verschiedene Welten. Ja, Freiburg probiert viel, aber die Bälle gehen immer wieder verloren. Und dann ist Juve am Drücker, so wie hier. Und der Ball geht in der Regel auch meistens mal verloren. Ja. So sieht wirklich das ganze Spiel aus. Es ist wirklich kein gutes Spiel auf europäischem Top-Niveau. Das ist wirklich nicht von beiden Mannschaften. So, noch 10 Minuten spielen. Freiburg probiert hier was. Also die 90. Minute läuft gerade. Die letzten 15 Minuten kann man kaum mit dem Müll schmeißen. Hinspielfahrt schon nicht so im Parag. 1:0 durch eine Wahlentscheidung. Dann noch die rote Karte dazu. Schwieriges Thema, sehr, sehr schwieriges Thema. Also ihr seht es, die ersten Fans verlassen auch schon das Stadion. Ja, die 90. Minute, 1:0 für Juventus. Und wohl der Chef, der lässt nicht immer genug Zeit schon seit der ersten Sekunde anfangen. Chiesa, eigentlich verletzt. Aber jetzt ist doch im Spiel Chiesa. Chiesa! Und er drückt direkt seinen Stempel auf. Überragend. Ich muss fragen, Julian motiviert nochmal die Auswärtsfans. Kennt man ja von FIFA. Generell der Stürmer, ich weiß jetzt nicht, wer er ist. Ui, jetzt Rabiot vielleicht. Ja, Chiesa. Oh, da ist es doch. Da ist es doch. Chiesa. Er kommt rein. Oder macht's auch. Ja, dieser
dieser Mann ist einfach eine Weltklasse. Eine Klasse für sich. Das Spiel ist vorbei. Die Bianconeri gewinnen das Spiel 2-0. Ein nicht so gutes Spiel, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages verdient für Juventus. Am Ende einfach erfahrener, abgewichster vom Tor. Und hier gibt es nochmal Standing Ovation für die Fans, für die Spieler. Alle zücken nochmal ihre Schals raus. Danke Freiburg, danke, dass ihr in der Europa League wart. Wir sehen uns gleich nochmal beim Outro. Glückwunsch an Juve. Also Freunde, das Stadion hinter mir. 2-0 für Juventus Turin. Ja, Europa League, ne? Freiburg, eher kein Stammkandidat in der Europa League. Juventus aber ebenso nicht, eher ein Champions League Team. Daher, das Spiel war solide. Beide Mannschaften nicht wirklich Risiko gegangen. Trotzdem gute Stimmung von Freiburg-Fans. Also für jeden Freiburg-Fan ein Riesenerlebnis, verstehe ich zu 100%. Vor allem, wenn man so eine riesengroße Mannschaft bei sich im Stadion hat. Aber am Ende des Tages geht das 2-0 auf jeden Fall in Ordnung, als Chiesa reingekommen ist. Ich meine, der Mann braucht nur ein, zwei Aktionen und dann scheppert es auch. Von daher, ich laufe jetzt Richtung Auto, sperrt einen Star nochmal. Und ja, das war der Stadionblock mehr oder weniger in Freiburg. Wir sehen uns noch gleich zum Auto. Perfekt, vergessen Outro aufzunehmen, aber daher schnell hier. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like nach oben. Kommentier irgendwas Nettes für den Algorithmus, egal was, zu welchem Spiel, muss ich auch nochmal unbedingt gehen. Nochmal wie gesagt, riesen Props an Freiburg, war wirklich an sich ein super gutes Spiel. Die Fans haben mich mega überrascht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Muchas gracias, Aficion. Este para vosotros.